Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Total War Schlachtkommentar mit mir, dem Mr. Beral. Heute sind wir in Shogun 2 Total War ohne Fall of the Samurai. Heute spielen wir das klassische Native Shogun 2. Und zwar spielen wir auf der Map Aki, aber bevor dass ich anfange mit der Armeeaufstellung, wollte ich mich erstmal entschuldigen, dass jetzt wieder, glaube ich, 3 Wochen sind es jetzt her, oder 2, 3 oder 2 Wochen. Auf jeden Fall, eine lange Zeit kein Video gekommen ist. Das Problem ist, ich bin momentan so nicht motiviert und ich habe so keine Lust, Total War zu spielen. Ich bin zwar motiviert, Videos zu machen, aber habe keinen Bock, Total War zu spielen, denn ich spiele jetzt seit 4 Jahren Shogun 2 und noch länger spiele ich Total War und Attila und Rome sind beide nicht die besten Total Wars, muss ich ehrlich zugeben. Und darum bin ich momentan nicht so motiviert. Ich warte jetzt einfach darauf, dass und hoffe darauf, dass Warhammer Total War die Erlösung bringt und ich endlich wieder ein neues Total War habe, das ich suchten kann. Und dann hoffe ich, dass da auch ein bisschen mehr Videos kommen. Aber dazu nochmal am Schluss noch was, denn jetzt beginnen wir mit dem Schlachtkommentar. Meine Armee besteht aus einmal Leibwache des Avatars. Dann habe ich als Fernkämpfer dabei 2x Bogen-Samurai und 2x Bogen-Ashigaru. Dazu habe ich als Nahkampfinfanterie 4x Katana-Samurai in der vordersten Linie. Dann 2x Nodachi-Samurai, 2x Lin-Schwert-Ashigaru und 2x Naginata-Samurai. Dann habe ich als Kavallerie dabei 2x Yari-Kavallerie und 2x Kavallerie der Naginata-Kriegermönche. Ich habe hier eine doch, also schon offensive Aufstellung gewählt, und zwar habe ich die Katana-Samurai in der ersten Reihe, dahinter die Bogenschützen, dann noch kommen Nodachi und Lehnschwert-Ashigaru und an den Flanken als Kavallerie, als Schutz gegen Kavallerie, die Naginata-Samurai. Kavallerie, die gut gegen Kavallerie ist. Dann, mein Gegner stellt auf einmal die Leibwache des Avatars, dann 3x Bogen-Samurai und 1x Bogen-Ashigaru, 6x Katana-Samurai, 2x Naginata-Samurai, 1x Benkais Klingen, 2x Yari-Kavallerie und 1x Yoritomos Yabusame-Kavallerie. Keine Ahnung, was das ist. Er hat eigentlich ziemlich eine wirre Aufstellung, also eigentlich keine große Form dahinter. Er rusht jetzt erstmal auf den Hügel und ich mache eigentlich genau das gleiche. Ich rush auf den Hügel. Und zwar hatte ich eigentlich gedacht, dass der Feind also halt irgendwie versucht, entweder beide Hügel zu besetzen oder habe darauf gesetzt, dass er den Hügel besetzt. Leider haben wir genau das Gegenteilige gemacht. Er hat sich da auf den rechten Teil begeben und ich bin auf den linken Teil gegangen. Das heißt, wir sind erstmal aneinander vorbeigerannt. Ich versuche hier erstmal direkt auf den Hügel zu stürmen. Mit der einen Kavallerie will ich gucken, dass da nichts im Busch ist, was ich verstecken könnte. Und hier stellt sich nun meine Kavallerie einfach mal nicht gegen den Gegner zugewandt auf. Ich rush natürlich direkt hoch und stelle meine Armee neu auf. Er rückt da mit seiner Bogenschützen-Kavallerie vor, die mir natürlich sofort Verluste zufügt. Und ich begebe mich jetzt erstmal in Aufstellung, ordne meine Truppen neu, muss mich neu formieren, um den Angriff erfolgreich in Angriff nehmen zu können. Ja. Auf jeden Fall ist das hier mal erstmal so ein Abtasten. Aber ich habe eigentlich mit dieser Armee nicht viel. Also da liegt mir nicht viel an Abtasten. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier auf, bereite mich auf den Angriff vor. Und werde dann eigentlich ziemlich schnell mal offensiv werden. Da eben, ich habe Katana, ich habe viel Katana-Samurai, ich habe 2 Nodachi und 2 Lehnschwert-Ashigaru und die Nodachi-Samurai sind einfach nur im Angriff gut. Das heißt, ich rücke jetzt eigentlich ziemlich aggressiv vor, auch wenn der Feind auf dem Hügel steht und somit einen Bonus hat. Aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich habe die Kavallerie-Überlegenheit und Infanterie bin ich zwar nicht überlegen, aber ich habe qualitativ hochwertige Infanterie dabei, die seiner Infanterie definitiv ebenwürdig ist. Das heißt, dass ich eigentlich ziemlich zuversichtlich bin, diese Schlacht zu gewinnen. Mein General stellt sich nun auch auf. Ich habe die Fernkampf-Variante des Generals und nun rücken meine Truppen vor, die Bogenschützen zuvorderst. Und dahinter Katana und Nodachi-Samurai zusammen mit Lehnschwert Ashigaru. Ja, natürlich die Kavallerie an der linken Flanke, um den Feind umgehen zu können.
Und jetzt rushe ich den Feind eigentlich ziemlich hart weg. Die Armeeaufstellung, die ich hier gewählt habe, ist halt schon ziemlich rush-lastig. Also eigentlich nichts mit abwarten, betasten, defensiv spielen, sondern voll rein und ja. Die Schlacht gewinnen hoffentlich. Hier ist nun das Feuergefecht ausgebrochen. Ich lasse erstmal mit Feuerpfeilen zurückschießen. Aber die Bogenschützen tun das, was sie tun sollten. Sie sind zuerst vorgerückt und kassieren nun die Salven. Und meine Infanterie kann eigentlich ziemlich unbeschadet durchmarschieren. Wenn hier auf der linken Flanke die Kavallerie in den Kampf gewagt hat. Aber ich kann ihn eigentlich ziemlich leicht abwehren mit meiner Kavallerie, mit meiner Naginata-Krieger-Mönchskavallerie und der Yari-Kavallerie. Ist das eigentlich kein großes Problem. Ich habe hier noch die Naginata-Samurai zu Hilfe gezogen. So ist der Feind eigentlich ziemlich schnell besiegt. Und hier seht ihr meinen entschlossenen Angriff auf den Hügel. Ich stürme einfach durch. Und versuche nun mit meiner Katama-Samurai und meinen Nodachi-Samurai den Feind zu vernichten. Hier drüben habe ich die Lehnschwert aus Shigeru. Das heißt, meine rechte Flanke ist ein bisschen schwächer. Hat aber hier noch die Naginata-Samurai als Unterstützung. Und ich habe auf jeden Fall noch den General hier, den ich auch gleich nahe ranziehe, dass seine Aura die Infanterie betrifft. Und natürlich lasse ich weiterhin feuern. Ich meine, dafür sind die Fernkämpfer ja da. Ich habe hier den Feind überrennen können. Ich kann mir jetzt seinen General schnappen und seine Fernkampfkavallerie mit meiner Kavallerie. Und mein entschlossener Angriff hat zum Erfolg geführt. Der Feind wird überrannt. Die Schlacht läuft zu meinen Gunsten. Können hier sonst mal nachschauen, wie sie aussieht. Ja, seine Katana-Samurai sind halt schlecht aufgestellt, meiner Meinung nach. Und ja, ich habe halt die Überlegenheit, die zahlenmäßige Überlegenheit, weil er jetzt erst mit dem Rest seiner Infanterie, die wahrscheinlich vielleicht sogar die Schlacht entscheiden hätte können, auch zu seinen Gunsten, erst jetzt eintrifft und ich ihn nun eigentlich überrennen kann mit der zahlenmäßigen Überlegenheit, die ich dabei habe. Weil hier können die Lehnschwert-Ashigaru eigentlich quasi im Alleingang den Feind überrennen und wenn da noch die Katana-Samurai und die Nodachi-Samurai reinkommen, dann ist eigentlich Ending Gelände. Er setzt zwar hier noch seine Benkais Klingen ein, aber auch die werden keinen Unterschied mehr machen. Hinten sind eigentlich ziemlich viele seiner Männer gefallen. Das Einzige, was ihm jetzt noch bleibt, sind seine Fernkämpfer, die hier hinten stehen, aber auch die werden die Schlacht nicht mehr drehen können. Er hat zwar hier drüben meine Einheiten zum Fliehen gebracht, aber auch diese Verluste sollten mir nicht allzu schmerzhaft sein. Da ich jetzt eigentlich sozusagen seine gesamten Fernkämpfer verdichtet habe und nur noch auf der rechten Flanke ein bisschen was habe, eine Anzahl, die durchaus zu bewältigen ist mit meinen Truppen. Und somit ist eigentlich die Schlacht auch schon fast wieder beendet. Es ist ein ziemlich kurzes Gameplay. Es ist ein ziemliches Rusher-Gameplay, ein ziemlich schnelles Gameplay. Aber es zeigt halt auch, dass je nachdem, wie man seine Armee auslegt, man auch so spielen muss, denn auch er hat eigentlich eine eher offensive Armee, hat aber zu defensiv gespielt, meiner Meinung nach, mit so viel Katana-Samurai. Hätte er mir eigentlich entgegenkommen sollen und versuchen sollen, seine gesamten 6 Einheiten, die er an Katana-Samurai dabei hatte, sofort mir entgegenzuwerfen. Denn damit wäre die Schlacht wahrscheinlich, was heißt es, sie hätte vielleicht anders ausgehen können. Denn jetzt habe ich die Überzahl und die Überhand in allen Gefechten. Und die Kavallerie kann sich hier drüben um den Feind kümmern. Auch wenn meine Kavalleristen hier noch verlieren gegen die feindlichen Bogensamurai im Nahkampf. Was eigentlich ziemlich belastend ist, weil ja, keine Ahnung, es ist halt Kavallerie. Kavallerie gegen Fernkämpfer sollte eigentlich gewinnen. Aber er kann mich halt hier einfach überrennen mit seiner Masse. Die hinten kämpfen noch Benkais Klingen. Die sind jetzt noch zu fünft. Noch zu viert. Und jetzt sind sie weg. Und hier drüben halten noch seine Katana-Samurai und seine Naginata-Samurai aus. Aber auch die werden gleich überrannt. Und ja, eigentlich ist jetzt das Gameplay dann gleich zu Ende. Und zwar wird jetzt hier noch
alles auf die feindliche Kavallerie gezogen. Feindliche Kavallerie, feindlichen Fernkämpfer. Vor allem hier halt. Das heißt vor allem eigentlich alles. Alles. Stellt sich hinten auf. Und schießt nochmal auf mich. Und ebenfalls meine Fernkämpfer stellen sich auf und beschießen seine Position. Und hier drüben rücken meine Nahkämpfer vor. Also, dann wollte ich jetzt eigentlich zu dem noch kommen, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar ist meine Frage an euch, ob ihr Bock hättet, vielleicht auch von Warhammer Total War was über die Kampagne von mir zu sehen. Was weiß ich noch nicht genau, kann man ja gucken. Aber ob ihr da Bock habt, irgendwas zu sehen oder... Also eben Obsten, keine Ahnung, Let's Play, ja, keine Ahnung, vielleicht Let's Play der Kampagne oder irgendwie einfach so ein Kampagnetagebuch, wo ich so alle 20, 30 Runden mal sage, ja, so sieht's, so weit bin ich gekommen, das und das habe ich getan. Ja, das muss man auch noch sehen. Ich werde auf jeden Fall mal auf euer Feedback warten, vielleicht kommt was, vielleicht noch nicht. Trotzdem bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal zu einem neuen Total War Schlagkommentar mit mir, dem Mr. Beral.